Leute, ich habe vor 3 Tagen einem Spieler 100 Millionen Euro gegeben in-game, Leute. Und ich habe zu ihm gesagt, dass es ein Fehler war. Er hat eiskalt gelogen und zu mir gesagt, dass das einfach nicht stimmt. Tja, Leute, ich habe ihn einfach mal gewähren lassen für 3 Tage. Ich schaue jetzt heute mal vorbei. So sah das Grundstück vor 3 Tagen aus, was er hatte. Und wir werden ihm jetzt heute mal einen Besuch abstatten. Ich bin gespannt, was er mit den 100 Millionen angestellt hat. Kann ihm eigentlich völlig egal sein, da er eh wieder alles verlieren wird, Leute. Denkt dran, bei 400 Likes kommt das nächste Video online und lasst doch mal einen Gruß an den Spieler in die Kommentare da. Viel Spaß beim Video, Leute. Hä, Leute, das check ich ja mal gar nicht. Er hat 100 Millionen Dollar bekommen und das hier soll sein Grundstück sein. Er ist doch gerade online, Leute. Ich schreibe ihm mal eine Nachricht. Hey, hast du noch gar keinen Plot? Das kann ja gar nicht sein, Leute. 100 Millionen Dollar und kein Grundstück? Der hatte doch sogar am Anfang. Wollte mal vorbeischauen, aber alles leer. Er sagt, er hat das krasseste Plot. Wartet mal, Leute, wartet mal. Hat er sich ein neues Grundstück geholt? Okay, 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 okay. Was? Leute, das passiert also, wenn man einem armen Spieler 100 Millionen Dollar überweist. Alter, jo! Und er weiß sogar, dass er das Geld eigentlich hätte gar nicht bekommen sollen. Und er baut sich diesmal so ein auffälliges Grundstück, Digga. Was geht denn hier ab? Was hat er denn hier veranstaltet? Jo, alleine hier in Beacons hat er 10 Millionen auf dem Weg hier. Was? Geht hier bitte? Da ist er ja. Da ist er. Alter, Leute, wie wird er reagieren, wenn er gleich weiß, dass er alles verliert? Weil, Leute, er hat mich eiskalt angelogen. Ich habe ihm gesagt, er hat das Geld aus Versehen bekommen. Er wollte es mir nicht wiedergeben. Er hat mir nur 1 Million wiedergegeben von 100 Millionen. Tja, und Leute, das Ding ist, ich dachte mir, bevor ich ihm alles direkt wegnehme, mache ich noch ein kleines Experiment daraus. Und das ist daraus geworden, Digga. Aber der hat auch einfach sein Haus genommen und da 35 Stockwerke draufgesetzt. Einfach nur wertvolle Materialien. Findet ihr das schön? Also es hat was, aber naja. Digga, dein GS ist echt krass. Wie viel Geld hast du? Und jetzt wird's interessant, Leute. Woher hast du so viel Geld? Hä? Hier fliegen einfach Diamanten raus. Was? Hä? Wartet mal, Leute. Er sagt, er hat 400 Millionen Dollar. Wie hat er denn jetzt aus 100 Millionen 400 Millionen gemacht? In 3 Tagen, wartet mal. 400 Millionen? Leute, ich habe schon ein Stack Diamanten im Inventar. Was geht hier ab? Was ist hier mit den Dias los? Sagt, hat nichts zu verschenken, aber hier regnet es einfach Diamanten, Leute. Wofür ist der gut? Es hat keinen Plan. Sieht geil aus. Ja, du, ich glaube, ich kann mir denken, warum den jeder geil findet, weil ich jetzt schon 2 Stacks Diamanten habe. Dem ist ja Geld anscheinend wirklich komplett egal. Leute, er wird bloß leider alles verlieren, weil er einfach gelogen hat, Leute. Ich hätte ihm ja was behalten lassen, wenn er ehrlich gewesen wäre. Das habe ich schon von Anfang an gesagt, Leute. Ich habe einfach gleich 3 Stacks Diamanten. Ich frage ihn jetzt einfach mal, hast du vielleicht eine halbe Million für mich? Ich schaue mich mal um im Haus, was da drin so abgeht. Alle sind sie gleich, sagt er. Ey, ich finde das so lustig, ne? Ich finde das ist jetzt ja mal die heftigste Sache, die er hätte bringen können. Derjenige, der selber... Er sagt, er hat es auch nicht aus dem Nichts. Er hat es einfach aus dem Nichts bekommen. Was ist er denn bitte für ein Lügner? Oh mein Gott! Wie dreist ist das denn, Digga? Okay, hast ja recht. Viel Spaß dir noch. Leute, jetzt ist mein Einsatz gekommen. Jetzt werde ich ihn nämlich wieder mal als Geigei besuchen. Er hat mir nämlich damals dreist ins Gesicht gelogen. Mal schauen, was passiert, wenn ich ihm jetzt mal die Karten auf den Tisch lege, Leute. Bis gleich. Ach, da ist er ja. Oh, ich bin aus Versehen schon aus dem Vanish gegangen. Er hat mich aber nicht gesehen. Okay. So. Was macht er hier? Ich glaube, ich troll ihn einfach mal ein bisschen. Bauen wir mir mal ein paar Diamanten ab. Hier auch ein paar Diamanten ab. Du wirst eh gleich alles verlieren, mein lieber Nexi. Ja, hier einfach mal so 4 Endertruhen, weil eine Endertruhe auch nicht reicht. Hier ein bisschen Deko, ne? Ein kleines Drachenei. Wir machen mal ein bisschen was kaputt hier, so. Und er merkt schon, ja, hier ist irgendwas, geht hier nicht mit rechten Dingen zu, Leute. Findet ihr das gerechtfertigt, Leute? Ich meine, er hat ja einfach wirklich gelogen und einfach mein Vertrauen missbraucht. Deswegen, glaube ich, kann man das schon machen, oder was sagt ihr, Leute? Ich gehe jetzt mal aus dem Vanish raus. Er kann mich jetzt wieder sehen. Na, Nexi, was geht ab? Nexi. Ach, er sieht mich gar nicht. Nexi! Du wirst jetzt alle deine Items verlieren. Ich
brauche die 100 Mio. Du hast gelogen. Deswegen brauche ich die 100 Mio wieder aus dem Datenbankfehler. Leute, er lügt einfach weiter. Er lügt einfach weiter. Leute! Also stopp mal ganz kurz, ne? Wenn er jetzt richtig schlau wäre, doch angeblich 300 Millionen, dann könnte er mir doch jetzt einfach 100 Millionen geben. Wie viel Geld hat er denn überhaupt? Nein! 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 Das habe ich noch nie erlebt, Leute. Er hat einfach in 3 Tagen 100 Millionen Dollar ausgegeben. Tja, das passiert nämlich, wenn man das Geld nicht ehrlich erarbeitet hat. Dann hat man auch gar keine Wertschätzung dafür anscheinend. Alter! Tja, wenn man so ein Haus hat, ne, da bleibt nicht mehr viel übrig von 100 Millionen, Digga. Oh mein Gott. Tja, er wird trotzdem alles verlieren. Es ist mir egal, auch wenn er jetzt kein Geld mehr hat. Er lügt nochmal eiskalt. Er ist einfach dreist. Ich werde ihn richtig hops nehmen, Leute. Aber erstmal sorge ich dafür, dass er sich wohlfühlt. Kein Ding muss mein Fehler sein. Passt ja auch nur 38k. Okay, Leute, jetzt werde ich eine TNT-Explosion machen, die ihr so noch nie gesehen habt, okay? Ich werde sein ganzes Grundstück mit TNT umranden, pass auf. Okay. Ich bin gespannt, wie viel gleich noch von seinem Grundstück übrig bleibt, Digga. Das habe ich so auch noch nie gemacht. Bin gespannt, wie das gleich aussieht, Leute. Ich port ihn mal hier hin. Geh wieder aus dem Unsichtbarkeitsmodus raus. Ja, du kannst gerne versuchen, das hier abzubauen. Jetzt schreibt er, warte, stopp. Also jetzt brauche ich aber ganz schön viel Überzeugungsarbeit, um mich davon aufzuhalten. Hier. Wieso sollte ich, wenn du lügst? Ich werde das jetzt einfach hier in die Luft jagen, ist mir egal. Leute, viel Spaß, Nexi Exi, mit deinem wunderschönen Haus hier. Alter. Yo. Junge, bist du dumm. Alter, yo. Weißt du, wie lange das Haus gebraucht hat? Ja, 3 Tage, mein Lieber, mit dem Geld, was ich dir gegeben habe. Alle Kisten sind voll mit Items. Ja, hast du Pech gehabt, Nexi Exi. Leute, wenn ihr findet, dass ich genau richtig gehandelt habe, lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Was hättet ihr gemacht an seiner Stelle? Lasst einen Gruß an Nexi Exi in den Kommentaren da, Leute. Und dann sehen wir uns in alter Frische wieder beim nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.